Den Sledgehammer haben wir im Inventar. Wir haben definitiv irgendwas übersehen. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich lade gleich nochmal. Ich will nur mal ganz kurz was gucken. Bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob das so war oder nicht. Ich guck nur mal ganz kurz hier nochmal, ob hier irgendwas Neues passiert. Ich glaube eher weniger. Das Spiel gibt aber auch nicht so wirklich Hinweise, ne? Wenn man da so eine Spielpause macht, vor allem so eine Zwangspause, wenn zufällig das Spiel alle halbe Stunde abschmiert und man nimmt dann ein paar Tage nicht auf, dann weiß man nicht mehr so recht, was muss ich doch gleich machen. Und das Spiel sagt es einem ja dann auch nicht mehr. Das ist da ganz unerbittlich. So, hier gibt es auf jeden Fall nichts Neues mehr. Den Sledgehammer können wir fallen lassen, die Schrotflinte stattdessen mitnehmen eigentlich. Aber vielleicht brauchen wir den Hammer noch. Weiß man nicht genau. Die Schrotflinte, super Waffe, aber dafür haben wir ja auch andere. Die gehen bisher ganz gut. Ich hoffe, die halten auch. Pass mal auf, ich lade mal eben. Ich will mal ganz was gucken. Wir können ja jederzeit wieder zurück. Quiek, quiek, quiek. Train waren wir gerade. So, da würde ich gerne mal ganz kurz was gucken. Doch, habe ich richtig gesehen. Das ist keine Tür, aber das sind, glaube ich, Sicherungskästen. Da sind wieder zwei Sicherungskästen. Wir müssen die Sicherung hierher schaffen. Glaube ich. Ich springe da jetzt mal hin. Hallo? Nein, überfahr mich nicht. Nein. Wäre natürlich scheiße, wenn er jetzt wirklich losfährt. Na. 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 Okay, da bleibt er. Okay, wir müssen das Tor öffnen. Vorher fährt der Zug wahrscheinlich nicht los. Und dazu müssen wir die beiden Sicherungen holen. Okay. Boah, wenn ich das vorhin nicht gesehen hätte aus dem Augenwinkel, da hätten wir ja bestimmt noch 1000 Jahre gesessen. Warum sagt das Spiel denn sowas nicht? Mann, wir waren doch schon bei der anderen U-Bahn-Station. Und vor allem beide Sicherungen auf einmal können wir auch nicht holen. Wir müssen das wieder einzeln machen. Den Sledgehammer kann ich ja hier liegen lassen eigentlich. Da müssen wir später nicht so weit zurücklaufen. Überhaupt, ich droppe dann nochmal das Handy. Vielleicht droppe ich das Handy. Ich droppe also... Oh, die Glock droppen, nee. Ich droppe mal die VP. Eigentlich hätte ich auch die droppen können. So, die können wir nämlich anschließend wieder zurückholen. Dafür haben wir zwei Slots frei, um zwei Sicherungen zu tragen. Da müssen wir nicht ganz so weit laufen, weißt du? Wieso habe ich mir eigentlich dieses Berliner immer so angewöhnt, weißt du? Wackeule? Was ist denn ditte hier? Ach, das wohl eine Leiter war, da kiekste. Wo geht's denn da ruf? Sag mal. Beule. Ich frag mich, ob die Berliner wirklich immer noch so reden. Kiek mal ditte Beule, weißt du? Kiek mal Rinder. Ja, weißt du, was das ist? Das ist deine Zukunft. So, jetzt aber hier erstmal... Durch die Tür. Und die erste allgemeine Versicherung Sicherung holen hier. Die zweiten zwei. Was rede ich hier eigentlich? Diese Scheißsicherung halt holen. Die haben wir ja aufgeräumt. Lauf! Geh! Okay. Uah. Hui, 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 hui. So, wow, das geht ja richtig flotto, flotto hier. Ich dachte schon, das ist wieder neue. So, das geht doch relativ zügig. Haha, zügig. Ha, verstehst du, wegen Züge. Irgendwie wird das hier zu spaßig. Man merkt schon, dass uns lange nichts mehr passiert ist, wie es aussieht. Man fühlt sich jetzt viel zu sicher, aber ich glaube, das wird sich eh gleich wieder ändern. Sobald wir diesen mistigen Zug da drüben besteigen, ist eh wieder die Hölle los.
Aber ich bin da momentan ganz froh drum, dass nicht so viel passiert. Und wir spielen gerade rund 45 Minuten. Das heißt, das Spiel wird bald wieder abschmieren. Macht euch darauf gefasst. Ich hoffe, wir können die Sicherung vorher noch zurückbringen und die Knarren und so bergen. Das wäre natürlich Wunderbärchen. Ach, so ein Scheißspruch. Wunderbärchen. Wer sagt denn sowas? Ich kippe mal ein Wunderbärchen. So vielleicht, aber doch kein Wunderbärchen. So, jetzt aber hier zurück. Durch die Tür, da liegt unser Schmonsens, da müssen wir nicht so weit laufen. Hätten wir vielleicht gleich da zurücklassen können, aber naja, hier liegt sicherer. So, zwei Sicherungen dabei, hier nichts Neues, nein, hier nichts Neues. Ich speichere mal vorsichtshalber, weil sobald wir die Sicherungen reindrehen, habe ich das Gefühl... Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Es könnte ja was passieren. Ich bin sogar so paranoid, dass ich erst eine Sicherung reindrehe und mir dann die Knarre zurückhole, bevor ich die andere reindrehe. Weil wenn der Zug dann schon losfährt... Ich traue dem Spiel ja alles zu. Den Sledgehammer, der ist mir egal. Vielleicht werden wir den nochmal brauchen. Wahrscheinlich aber nicht so sehr. Der ist wahrscheinlich eher sowas wie ein Nightstick. Aber die Knarre möchte ich ungern liegen lassen. Knarre. Nicht den Sledgehammer. Nicht den... Ah, natürlich den Sledgehammer. So, hier. Dropsten wir den mal. Zack. Und dann nehmen wir mal die. Und die equippen wir... Huch. Direkt auch mal im Slot 3. Und dann können wir gleich wieder zurück. Nochmal speichern. Natürlich... Damit wir uns die 30 Sekunden Weg sparen, sollte jetzt wieder was abstürzen oder passieren. Ja, ich mein's ernst, das war kein Witz. Aber dauert ja nicht so lange. Und sicher ist sicher und, also gesichert ist gesichert. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was passiert, wenn wir hier... Okay, das Tor ist offen. Ja, den Sledgehammer, den lasse ich da mal liegen. Wir kriegen dann schon 9, wenn wir einen brauchen. Oh. Brauchen? Wer fährt denn diese Scheißbahn? Wer fährt sie denn? Und die Frage ist, ist das der Zug aus dem Intro? Könnte das möglich sein? Nee, eigentlich ja nicht. Back to the train. Sitting here like a fool. Feels like it was just a few seconds ago I was traveling here. No, think straight. I got hit by a car, woke up, and these things have been trying to kill me since. I mean, what is actually happening with me? Mom keeps telling me to get home, but why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything is just... fucked. Could it be that I'm just... hallucinating? No, seriously. Am I? Was? Or is there something else? I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy, all right. Is all this just not real? I'm confused. I'm just very confused. So many questions, but no answers. I'll see what happens when I come home. Oh oh. Och nö, das war doch eine ruhige Zugfahrt bis eben. Und es regnet auch noch. So, können wir wieder speichern? Oh, Tonbandgerät. Sowas Schönes.
Also wenn es draußen regnet und hier die Führerkabine ist, warum ist denn da Regen drauf? Nur mal so gefragt, schwitzt der Fahrer so? Alter, müssen wir jetzt wirklich den Zug ablatschen und Viecher killen? Und wieso ist hier auch Regen drauf? Das ist wohl ein Scherz, dass die Tür offen ist, oder? Ich springe jetzt nicht raus. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, wenn wir durch die Tür da durchkommen, dass wir hier plötzlich auf der U-Bahn... Alter! Auf der U-Bahn sind! Aber das hier ist auch nicht viel besser. Okay, wir haben noch genug Magazine. Ich lade mal nach. Ich habe das Gefühl, wir werden die Magazine auch brauchen. Wer weiß, wie lang der Zug ist. Alter, diese Wurstschnecken. Boah, Alter, wie viel... Oh, cool. Ist irgendwie... Ha, ich mag Zugreisen irgendwie. So aus dem Fenster gucken, die Landschaft vorbeiziehen sehen. Auch wenn hier alles trostlos ist. Dann fragt man sich, wer lebt wohl hinter all diesen Fenstern. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt momentan die Zeit haben zu sinnieren. Können wir gerne mal was anderes machen. So, 4 Kugeln. Wenn wir auf den Kopf zielen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben sich jetzt alle hier nochmal versammelt? Oh. Haben wir nicht noch eine im Angebot gerade? Ich würde gern wieder speichern. Und ich frage mich, ob das jetzt eine Einladung ist, das Ding zu benutzen gerade. Die Scheiße ist nur, ich kann es hier nicht benutzen. Ich probiere es mal damit. Oh oh. Müssen wir wirklich jetzt... Ich habe ein bisschen Befürchtung, wenn wir hier jetzt durchgehen, dass wir wieder auf einen Endgegner treffen. Weil die M16 da lag. Okay, so weit, so schlecht. Ein Tonband wäre jetzt nochmal schön. Wenn jetzt noch ein Endgegner kommt, dann schlage ich um mich, weil wir kein Tonband hier haben. Na, jetzt geh durch. Oh, 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 oh. Okay, hier sieht es wieder ein bisschen ruhiger aus. Noch mehr M16-Muni. Das gibt mir zu denken. Und ich sollte bald eine Spritze nehmen. Mist. Alter, das gibt's doch nicht. Wie viel hat denn der, wie viel Kugel hat denn der gefressen? Mann, oh, ich hab ihn gebeiert. Ärgerlich, scheiße. Jetzt müssen wir die ganze Kacke normal machen. Nächstes Mal laufe ich zurück und speichere. Könnt ihr wissen.